Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Beyonce. Ja Leute, wir haben letztens was gebaut. Und zwar hier die Trapper, die Falle. Und wir haben letztens ein Problem gehabt, und zwar, dass wir keine Leute haben. Ich habe dann nachgedacht und da habe herausgefunden, wie man Leute hier bekommt. Und zwar, ich lasse einfach einen Teil von meinen Soldaten, beziehungsweise alle, zu Träger werden. Und die sollen einfach, Träger werden. So, was machen wir heute eigentlich? Meine Leute sind eigentlich unzufrieden, denn diese Leute, die auf meinen schwimmende Festung hier leben, die brauchen was zum Saufen. Die haben kein Bier mehr. Die armen Schweine. Die haben nichts zum Saufen. Tja. Wenn diese Leute nur arbeiten würden, so wie die saufen, hätte ich hier kein Problem mehr. Brauerei. Also, was machen wir? Wir bauen denen eine Brauerei. Denn die wollen was saufen. Die armen Schlucker. Eieieiei. Lauter Säufer hier. Wohin? Wo geht ihr hin? Verdammt. Lass mich doch bauen. Und ab. Hier wird jetzt Brauerei entstehen. Das Problem ist, ich habe ziemlich wenig Holz. Wobei hier ist ziemlich viel Holz. Also, wenn die eine Brauerei wollen, sollen sie von hier aus ganzen Holz hier hintragen. Wir bauen heute eine Brauerei. Insgesamt sind es vielleicht nur noch paar Folgen, wo wir Sachen bauen werden, wie zum Beispiel Medizinhütte. Ich teile das per Folgen, weil ja, Upgrades kommen nicht regelmäßig da, wo was Neues ist, und einfach nur so rumschwimmen möchte ich es auch nicht euch antun. Deswegen machen wir so, Leute, dass wir erstmal die so machen, dass wir jede Folge etwas Neues auf unserer Festung hier haben. Und ja, jetzt haben wir eine Brauerei. Leider keine Soldaten, denn die sind jetzt Träger. Aber zumindest eine Brauerei. So, hier ist die Raffinerie, die macht Öl. Okay. Ich brauche noch mehr Leute. Wenn die vielleicht glücklicher sind, dann werden sie sich schnell vermehren. Ja, Alk soll das helfen. Ja, ein bisschen saufen, dann geht auch die Vermehrung schneller. Ein Bewohner sind unzufrieden und weigern sich zu arbeiten. Verstoßen will ich sie nicht. Todesstrafe. Jawohl, das rettet ihr wohl gerne, wa? Alle, ich weiß, dass ihr das wollt. Aber wir verhaften. Und jetzt die Hälfte alle verhaftet. Jetzt sitzen die da alle im Gefängnis. Davon wegen. Keiner ist noch hier im Gefängnis. Todesstrafe wollte ich nicht. So, was ist los? Kommt jetzt langsam voran? Das Bierbrauerei.
Das braucht ihr, nicht ich. Also kommt, Leute, tragt mal von hier aus hierhin. Also unser Start wird langsam. Kommt. Oh nee. Flammen, es brennt. Feuer, löscht es. Das sind die Motoren, Mann. Die brennen irgendwie immer. Ja, wir sind im Wasser eigentlich. Sollte das nicht so passieren. Sollte gleich gelöscht werden. Wir sind auch ziemlich... Zwei Ofen, also Metallofen, Schmelzer. Braucht das hier. Leute, trägt ein bisschen schneller das Holz rüber. Los. Hier. Von hier aus. Hier. Motoren wurden gelöscht. Okay, wir haben es endlich geschafft, von hier aus bis hierhin zu tragen. Es ist erstmal gut. Man sieht, dass hier etwas gearbeitet wird. Ne? Ja, jetzt bekommen wir wieder Fleisch und Speck. Waldspeck. So, habt ihr eigentlich hier alles genug zum Essen? Naja, genug ist es nicht. Wobei Fische, Brot ist da, Salat ist da, Seesalat. Krebse kommen jetzt. Ja, die kommen jetzt. 5 Stück. 5 Tonnen sozusagen. So, was ist los? Warum kommt hier kein Holz rüber? 21 Träger. Zufriedenheit 32%. Da seid ihr doch selber schuld, Mann. Arbeiten, arbeiten. Dann bekommt ihr alles. Schaffe, schaffe. Kommt nichts umsonst. Einer sitzt, also einer, der unzufrieden ist, die sitzt jetzt im Gefängnis. So wird's gemacht. Der kann sich noch glücklich schätzen, dass keine Todesstrafe. Ja, wenn das in Amerika wäre, gleich Todesstrafe. Unzufrieden mit dem Präsidenten, Todesstrafe. Unzufrieden mit irgendwas, Todesstrafe. Ich hoffe, YouTube wird nicht böse und wird mir das Video noch streitig machen. Nur weil ich ein bisschen Witze über Amerika gemacht habe. Ich kann euch ja mal einen Witz erzählen. Aber ich weiß nicht, also ich könnte euch mal einen Witz erzählen, aber ich weiß nicht, ob YouTube jetzt mir das jetzt mir das Video streitig macht. Okay, ich riskiere. Scheiß drauf. Also, treffen sich der Russe und der Amerikaner. Sagt der Amerikaner, wir haben in Amerika Freiheit. Wir können zu dem Weißen Haus gehen und sagen, dass der Obama Arschloch ist. Sagt der Russe, ja, wir können auch auf dem Rotplatz gehen und sagen, ja, dass der Obama Arschloch ist. Also wir haben genauso Freiheit. Das war halt der ganze Witz. Irgendwie kommt das Holz da nicht rüber.
Ich will jetzt gucken, ob die jetzt Bier bekommen. Also Weizen hätten, also Getreide hätten wir hier genug. Holz hätten wir eigentlich auch genug, wenn es von hier aus hierhin gebracht wäre. Lass mich raus, freilassen, hinrichten. Ist ja auch. Was? Können wir noch Kannibalien machen, oder was? Zufriedenheit. 65%. Moral. Okay, freilassen. Wir können hinrichten. Das machen wir irgendwann mal. Ist ja auf. Wie? Nee, das mache ich nie. Das werde ich nie machen. Leute, das ist eklig. Ja, jetzt kommen die Kommentare. Lonwald, mach. Mach. Bitte, bitte. Ernährung 83%. Ey, der sitzt jetzt im Gefängnis und frisst unser Essen. Ich lasse ihn frei, Mann. Freilassen. Soll schaffen. Leute, ich brauche Holz. Bringt hier Holz rüber. Okay, kein Wald in der Nähe. Wir können jetzt eigentlich können wir weitermachen. Weil hier sind zwei Städte. Wir können mal zu denen schwimmen, Leute. Also ich habe die größte Stadt ever. Die haben so kleine Städtchen. Und ich habe hier so eine größte Stadt ever. Sagen wir so, es sind Teile von irgendeinem Land, okay? Hier so Deutschland zum Beispiel oder was weiß ich, hier noch jemand und hier Russland, das größte Land auf der Map. Da brennt's! Da brennt's! Hilfe, die Bäckerei brennt! Leute, die Bäckerei brennt! Los, lösch es! Okay, ich kann auch verstehen, warum die da brennen. Weil die backen ja. Könnte schon passieren, dass da brennt. So, hier wird Eisen gerade. Frisches Eisen geliefert. Oder frisches Schrott geliefert. Warum ist das hier? Friends and Cuisines. Hä? Jetzt, Leute, jetzt, aber, wie denn? Wie jetzt? Also, Schiff heißt Friends und Cuisines. Ja? Bin ich jetzt der Einzige, der mir im Kopf gegangen ist, was ist das für ein Inzestschiff? Was ist das? Cyborg City. Cool. Stopp, 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 stopp. Wohin? Von wo? Verdammt, von wo kommt der Sturm? Von da. Das machen wir mal sofort hin. Noch mehr hin. Also, der Sturm geht. So, vorbei. Okay, das zieht vorbei. Puh. Hat mir schon in die Hose gemacht. Nee, lass mich verlassen. Dahin, dahin. Shit. Ach, leck mich doch.
Warum kriege ich nur ab und die stehen da? Da kommt der Sturm, scheiß drauf, die schwimmen nicht mal weg. Okay, wenn das Cyborg City ist und da sind Cyborgs, dann die haben aber Eier, ey. Aus Stahl. Okay, was können wir machen? Handeln, rekrutieren. Keine Leute wollen deine Stadt ziehen. Was? Schweine. Einfallen will ich nicht verlassen. Diese Schweine wollen meine hübsche Stadt nicht sehen. Tja, ich habe aber Bier, zumindest bald. Ich töte euch alle. Okay, das Bierbrauerei braucht noch viel länger. Das heißt, Leute, ich mach mal Schluss. Ansonsten haben wir hier nichts zu machen. Ich mach mal Schluss für heute. Fische. Wir haben genug Fische, oder? Naja, so genug haben wir nicht. Wenn ich so überlege. Aber hier können wir mal da oben hinschauen. Wetten wir rammen das hier. Das möchte ich aber nicht machen. Deswegen ein bisschen seitlich. Kommt, Jungs, trag mal Holz hier. Okay, volle Pulle. Da ist noch mehr. So, ich schau mal nach. Noch 8 Walle. Fleisch haben wir. Ich brauche Bier. Gib mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Gib mir eine Flasche Bier, reiche ich dir. Gib mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Gib mir eine Flasche Bier. Gib mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Warte. Zeug. Gib mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Naja, so reicht's auch. Beziehungsweise, wir können so machen. So, genau. Genau, so bleiben. So bleiben. Du blöd Arsch. Kannst du nicht normal hier rumfahren und so? So parken. So. Ich habe schon 25 Träger. Bin ich hier schuld, dass keiner hier ohne das Bier hier sich vermehren möchte. Warum auch immer, und dass ohne Bier das nicht geht. So, ein, oh, so, 24 Holz. Chipiaje, Leute, wir haben es geschafft. 3 Holz mehr. Trägt jemand noch mehr Holz, bitte? Da hinten bei Brauerei. Alle so blauen Gesichter, unglückliche blaue Smileys. Normalerweise sind es gelb, aber die Simpsons wollten es nicht machen, also haben sie jetzt blaue Gesichter. Also blau. In Sinnen, wir waren mal besoffen, jetzt ist das Bier ausgegangen.
gegangen. Wir sind zwar immer noch blau, aber wollen immer noch Bier. In dem Sinne, dann habe ich heute. Ja. Das ist nicht witzig. So, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann diese Brauerei hier fertig wird. Leute, deswegen machen wir heute mal Schluss. Gibt es da irgendwo Holz vielleicht, damit es schneller Holz gesammelt wird? Also bis jetzt treffe ich nur Schrott. Im Sinne von Metallschrott. Gib mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Gib mir eine Flasche Bier, sonst streiche ich dir. Sonst knall ich dir. Warte. Was ist da? Da ist Holz. Dahin bewegen. Bitte mit voller Kraft. Ich glaube, wenn hier jetzt schnell Holz gesammelt wird, dann wird es hier. Oh. Ja, komm. Komm, schwimme, schwimme. Schwimme, mein Junge, schwimme. Gib mir Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Jetzt sammelt bitte das ganze Holz. Bitte, 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 bitte. Ah ne, hier war nur Holz, ja, hier ist eigentlich egal. So, gib mir eine Flasche Bier, komm schneller, schneller, Holz, 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 komm schneller, schneller, Holz, Holz, Holz. Da wird jetzt sehr gut Holz reingetragen. Gib mir eine Flasche Bier. Kommt Leute, heute noch. Da wird's gemacht. Brauerei. Ah, seht ihr, ohne Bier geht auch. Ein neuer Bewohner wurde zur Welt gebracht, aber gleich unglücklich. Scheiße, ohne Bier geht es nicht. Ey, zwei Motoren brennen, löschen, sofort. Warum sind die alle grün? Gib mir Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Holz ausgegangen? Shit. Ja, das wird immer noch getragen. Also, Leute, Holz schnappen, hier hinbringen. Da fehlt nicht mehr viel. Da gibt es eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Kommen die Jungs, noch mehr. Komm. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tünin. Und jetzt ein Arbeiter bitte rein. Und jetzt gibt's Bier. Guckt, es wird Bier gekocht. Was braucht eigentlich Bier? Ja, Wasser und davon was. Habe ich eigentlich viel Wasser? Ja, Wasser geht. Also, los. Bieranzahl 50. Wow. In einem Stück 50 Bier. Da werden sie nicht mehr blau, dann werden sie blauer als blau. Gib mir eine Flasche Bier. Komm. Jetzt 50 Bier. Leute, feiern. Ah, 6 Bier. Okay. Aber die tragen dann raus 50. Oder was? Jetzt komm schon, Leute, komm schon. Bier, 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 Bier. Und jetzt will ich sehen, wie die Glückseligkeit da steigt. Vor allem guckt euch das an, ey, wie die saufen. 6 Bier sind gleich weg. Wenn das in Tonnen sind oder in Stücke, wenn es in Stücke sind, ist okay. Also 6 Bier kann man schnell saufen, ne? Besonders wenn man viele Leute hat. Ich habe 67 Leute, ja? Warum sind sie immer noch unglücklich? Warum sind die jetzt so? Ne, es steigert. Guckt. Glückseligkeit steigt. Das Bier macht nicht Bierbauch, das Bier macht glücklich. Ja, schaut euch das an. Ja.
Scheiße. Das bei denen das Bier glücklich macht. Warte mal. No, habe ich. Habe ich. 400. Okay. Sollte ausreichen. Kommt, Leute, kommt. Sauft euch voll. Seid glücklich und zufrieden. Aber wo kriegt ihr eigentlich Bier? Oder einfach vom Lager? Ich hab gedacht, die gehen alle hier hin und saufen sich voll. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an, wie glücklich die sind. Ja, die sind nicht mehr rot, wütend rot, die sind eh so hellrot, weil es zu wenig Bier ist, ne? Aber ansonsten kommt ja langsam. Ja, mit Krabben. Also Bier mit Krustentier plus Brot plus vielleicht so Fisch, Salzfisch mit Bier. Ich bekomme Lust auf Bier. Verdammt. Und dabei trinke ich ja nichts. Schaut euch das an. Die machen es und die saufen es gleich weg. Ich brauche, glaube ich, das zweite Bier. Aber die sind glücklich. Guck. Zufriedenheit steigt. Aber auch Besoffenheit steigt. Aber ich hoffe, die arbeiten jetzt besser, wenn die zufrieden sind. 6 Bier. Ich glaube, das sind eh Tonnen, weil wenn das in Stückchen sind, also in Stücke, dann kommt neues Bier. 6 Leute trinken es aus, der Rest. Aber sonst sind die glücklicher, guckt. Also die werden glücklicher. Das heißt, die sind so tonnenweise. Aber dann verstehe ich auch nicht, wie kann man tonnenweise Bier trinken? Also 6 Tonnen gleich in ein paar Sekunden ist weg. Machen wir mal Saschlik, wa? Saschlik mit Bier. Ich habe irgendwie Lust auf Saschlik. Aber so einen riesigen Saschlik. So am Feuer. Was möchtet ihr denn? Handel. Wir gucken, was die da haben. Vielleicht haben die Bier. Aber okay, Leute. Oh, da kommt er. Da kommt der Händler. Mal eine Frage: Warum sieht bei dir das Schiff so schön aus und bei mir nicht so? So, was hast du? Du hast Bier. Supi, das kaufe ich bei dir ab. Bier. So, 20. Was bekommst? Was bekommst? Du kannst das hier haben. Da kann ich aber lange klicken. So, hier noch ein bisschen was. Wobei von das hier brauche ich noch, ne? Also hier so 30. Davon kannst du jede Menge haben. Ja, bestätigen. So, vertriebe ich. Jetzt habe ich viel Bier. Ey, wo ist mein Bier? Leute, da ist jetzt Bier angekommen. Ja, guckt euch das an. Als allererstes tragen sie alles Bier rein. Bier ist angekommen. Und er so, oh, zum Glück. So, wir haben jetzt 20 Bier. Okay, und die sind jetzt zur Hälfte happy. Was fällt denn wieder mal? Ich speichere ab, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin, euer Lonowolf, haut rein. Ciao.